Heute gucken wir uns einmal ein Video an von Jackie D, der eine Frage gestellt hat. Wie funktioniert das eigentlich? Ich schätze, es wird darum gehen. Springen wir rein und klären mal diese Ruling-Frage, denn ich bin hier ein Ruling-Connoisseur. So, hallo an alle, die sich hier auf meinem Kanal Heyo. aufgeführt haben. It's me, Jackie D. Und wir erklären heute eine Frage, die ich jetzt schon mehrfach irgendwie mitbekommen habe und die jetzt gerade wieder in einer Facebook-Gruppe aufgeploppt ist, in der ich bin. So, und zwar geht es um das Nice Ruling Transition. TTT und Ash Blossom. Die Ruling wäre halt die Frage, wenn ich das mache, kann ich dann das machen. Ich bin mal gespannt, was die Frage generell Ich ist. denke, gerade jetzt, wo TTT auch wieder ein bisschen mehr gespielt Ja. wird, macht es Sinn, ein bisschen Kommt's über das öfter Thema zu auf. sprechen. Ich würde sagen, wir gehen so an das Thema ran, dass ich erstmal erkläre, was eigentlich der Punkt ist. Ja, erzähl uns, worüber du reden möchtest. Ich bin gespannt. Um was geht es eigentlich? Ich jetzt eigentlich überhaupt sprechen möchte, denn in dieser Facebook-Gruppe gab es eine Regelfrage: Was passiert, wenn man mit TTT Monster übernehmen will, Gegner chained? Nehme jetzt mal Daniel hier seinen Text weg. Was passiert, wenn man TTT Monster übernehmen will, Gegner chained und zerstört? Dann entfällt also keine Monster mehr, dann passiert einfach nichts. Oder kann man dann einen anderen Effekt von TTT nehmen, zum Beispiel zwei ziehen? Okay. Wir gehen mal ganz kurz auf den Text von TTT ein. Ich denke, das wird Daniel gleich auch noch machen, aber ich nehme es mal kurz vorweg. Weil diese Frage impliziert, dass man nicht versteht, wie die Karte überhaupt funktioniert. Also, das hier ist die Aktivierungsbedingung. Ne? Heißt, wenn das in dieser Runde passiert ist, dann könnt ihr diese Karte aktivieren. Und wenn ihr diese Karte aktiviert, aktiviere einen dieser Effekte. Das bedeutet, wenn ihr die Karte aktiviert, wählt ihr einen von den drei Effekten, also die mit den komischen Punkten, die ja markiert sind, und dieser Effekt wird dann zu dem Karteneffekt. Das heißt, ihr aktiviert, bei Aktivierung sagt Tactics, ich möchte gern diesen Effekt benutzen. Und dieser Effekt wird dann aufgelöst oder halt aufgelöst ohne Effekt, je nachdem, was passiert. Bei dem Szenario hier, was hier Daniel gerade vorgezeigt hat, und der Gegner schafft es, sein ganzes Feld kaputt zu machen, er hat keine Monster mehr auf dem Feld, ihr habt aber gewählt, dass ihr Monster übernehmen möchtet, löst sich die Karte auf ohne Effekt. Weil ihr habt ja den Effekt gewählt, der quasi ein Monster nehmen würde. Ihr könnt nicht sagen so, ja, aber der Effekt geht ja nicht mehr, ich muss jetzt einen anderen Effekt nehmen. Das klappt nicht. Bin mal gespannt, weil ich denke mal, das wird ein bisschen mehr geben als nur das, weil das Video geht ja auch ein bisschen länger. Und zerstört sein Feld, also hat keine Monster mehr. Was passiert dann? Einfach nichts. Oder kann man dann den anderen Effekt von TTT nehmen, zum Beispiel 2 ziehen? So. Hat jetzt erstmal mit Ash Blossom nichts zu tun, das war eine Ja. ganz normale Frage, aber unter dieser Frage ging eine hitzige Diskussion mit über 20 Kommentaren dann los. Okay. War super crazy, war auch teilweise ein bisschen cringe, war Glaube sehr ich. schwierig, da durchzublicken, was jetzt eigentlich gerade abgeht. Was ich aber auch mit dem Video so ein bisschen bezwecken möchte, ist, euch mitzuteilen, passt ein bisschen auf, wenn ihr die Rulings nicht kennt, ob und wie ihr dann drüber sprecht. Okay. Denn es wurden teilweise Dinge geäußert wie: Falsch, den Effekt, den du dir aussuchst, bestimmst du erst in Resolution. Das heißt, TTT ist, sagen wir mal, Kettenglied geht 1 und der Zero-Effekt Kettenglied geht 2. Die Kette wird von hinten aufgelöst, also wird erst alles zerstört und dann suchst du dir einen der drei Effekte aus. Das ist nicht, wie das funktioniert. Das ist bitte nicht, wie das funktioniert. Ich habe es euch gerade erklärt. Bei Aktivierung wählt den Effekt aus. Das ist, wie es funktioniert. Und es gibt auch keine andere Lösung. Das ist genau, wie der Effekt funktioniert. suchst, bestimmst du erst in Resolution. Das heißt, TTT ist, sagen wir mal, Kettenglied 1 und der Zerstörungseffekt Kettenglied 2. Die Kette wird von hinten aufgelöst, also wird erst alles zerstört und dann suchst du die einen der drei Effekte aus, den du ausführen möchtest. Hast du überhaupt gelernt, Alter? Was laberst du? Was richtig ist, ist, dass sich die Kette von hinten aufrollt. Das ist richtig, Das ja. ist absolut richtig. Was falsch ist in dem Fall, und das gucken wir uns gleich bei TTT ganz genau an, dass man den Effekt erst ansagt, wenn quasi dann die Kette dran ist. Also wenn man TTT Ja, aktiviert und dann was gechained das wird, ist dass nicht, wie es zuerst das andere funktioniert. aktiviert wird und dann TTT und man dann auswählt. Das funktioniert so leider nicht. Bei TTT Das wäre ein ist es bisschen zu so, wenn ihr die einfach. Karte aktiviert, müsst ihr bei der Aktivierung quasi den Effekt deklären, den ihr aktivieren wollt. Das heißt, ihr sagt, ich aktiviere TTT und möchte ziehen. Und dann hat nämlich der Gegner auch die Möglichkeit, mit Ash Blossom zu reagieren beispielsweise. Wir kommen da aber gleich nochmal genau drauf zu sprechen. Vorher nochmal ein paar Nachrichten, die uns jetzt aber genau an unser Thema ranführen. Jetzt bin ich Dann gespannt. könnte ich mit Ash TTT generell negieren. Wo dieser junge Mann tatsächlich auch recht hat. Wenn das so funktionieren würde, wie der eine das gerade gesagt hat, würde das funktionieren, ja. Aber das funktioniert ja nicht so. Wenn man nämlich sagt, okay, der Effekt erst on rest, dann könnte ich sagen, alles klar, ich weiß ja nur nicht welchen. Die Effekte hängen dann quasi zusammen so. Und dann könnte ich Ash in dem Moment reagieren. Und dann kommt aber ein Profi und sagt,
kannst du nicht, da du nicht hinzufügst, sondern ziehst. Für alle, die wissen, vom Deck ziehen ist übrigens Karten der Hand hinzufügen, vom Deck. Nur so, für euch. Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Und das ist ein bisschen schwierig. Also ja. Die ganzen Töpfe, ne, die kann man auch nicht ashen, offensichtlich. Und dann kam eben auch nochmal die Nachricht, muss da explizit draufstehen, der Hand hinzufügen, dann könnte ich Maxi damit auch nicht negieren, wodurch das komplette Master Duel Ruling falsch wäre. Ich weiß, dass es Unterschiede im Ruling gibt, aber doch... Witzigerweise ist der Hand hinzufügen und ziehen was anderes, aber es das heißt, hinzufügen steht drüber und Karten ziehen ist ein Teil davon. Wenn jetzt aber eine Karte sagt... Negier eine Karte, die was zieht, kannst du nicht Karten negieren, die vom Deck was hinzufügen. Das ist ein Unterschied. Das heißt, der Hand hinzufügen ist die Oberkategorie und Karten ziehen ist ein Teil davon, also eine Unterkategorie davon. Das ist wichtig zu wissen, das ist ein Unterschied. Aber dieses ganze Thread auf dem Facebook ist halt richtig geil. Ich müsste öfter mal bei Facebook, glaube ich, rumtanzen. Das ist ja mega witzig. Auch nicht so massiv. So einen heftigen Ruling-Unterschied gibt es in dem Fall einfach nicht. Maxi kann man ashen. Es ist egal, ob die zugefügt wird oder ob man zieht. Es wird was der Karte hinzugefügt. Ja, so, deswegen könnt ihr TTT, wenn der Zieh-2-Karten-Effekt ausgewählt wird, einfach negieren. Aber nicht eben in jedem Fall. So, jetzt springen wir ganz kurz zu TTT. Was sagt Talent der drei Taktiken? Was ich auch schon gemacht habe. So, hier steht ganz klipp und klar, falls dein Gegner, aktiviere einen dieser Effekte. Und das sind Kosten. Ihr müsst, wenn ihr die Karte aktiviert, als Kosten einen Effekt wählen. Nein, müsst ihr nicht. Und dann hat euer... Das ist auch wieder, also es gibt einen Unterschied zwischen Kosten und Aktivierungsbedingungen. Ne? Das ist aber jetzt nur wirklich für Sachen, die wir machen müssen und wir müssen was wählen. Ist ein bisschen schwer zu erklären, weil das Resultat selber ist das gleiche. Das heißt, bei Aktivierung müssen wir was wählen, damit das passiert, aber es sind eigentlich keine Kosten von der Karte. Es ist eine Aktivierungsbedingung von der Karte, dass ihr einen Effekt wählen müsst. Und Kosten gehören zu der Aktivierungsbedingung von einer Karte dazu. Denn Kosten sind ja immer Sachen, die wir bezahlen müssen, damit wir das aktivieren können. Karten weglegen, Lebenspunkte zahlen, Karten vom Deck auf den Friedhof legen. Das sind Kosten, die wir physisch tun müssen. Abziehen, irgendwo hinschicken, etwas zu wählen oder etwas tun zu müssen, auswählen zu müssen, sind Aktivierungsbedingungen und keine Kosten. Die werden aber auch mit einem Semikolon getrennt. Das ist wichtig, weil das für manche Interaktionen zwischen Karten relevant wird, aber es sind sehr, sehr nischige Sachen. Also Sachen, die eigentlich nie passieren, außer bei ganz bestimmten Punkten. Es ist trotzdem ein kleiner Unterschied. Der Gegner eben die Möglichkeit, wenn ihr sagt, Zieh 2, Ash Blossom zu aktivieren. Wenn jetzt aber der Gegner sagt, okay, übernimm bis zu Ende die Kontrolle über ein Monster, das dein Gegner kontrolliert. Dann funktioniert Ash Blossom eben nicht, weil das nicht Teil von dem Effekt ist und es quasi nicht zu Ash Blossom passt. Nur der Komplettheit halber möchte ich auch nochmal ganz kurz Ash Blossom durchgehen, falls jemand die Karte nicht kennt, einfach, dass es sinnvoll ist. Okay. Aschenblüte und freudiger Frühling, Ash Blossom. Wenn eine Karte oder Effekt aktiviert wird, die oder der einen dieser Effekte enthält, Schnelleffekt, also Quickie, du kannst diese Karte abwerfen, annulliere jeden Effekt. So, die Effekte, die annulliert werden können, eine Karte vom Deck der Hand hinzufügen, Spezialbeschwörung vom Deck, eine Karte vom Deck auf den Friedhof legen. Du kannst diesen Effekt von Aschenblüte und freudiger Frühling nur einmal pro Spiel zu verwenden. So, das heißt, wie gesagt, wenn ich TTT aktiviere, muss ich gleich bei der Aktivierung als Kosten ansagen, welchen Effekt ich haben möchte. Und nur in dem Fall, wo der Gegner sagt, oder wo ich sage, ziehe 2, kann mit Ash Blossom reagiert werden, weil eine Karte vom Deck der Hand hinzugefügt wird. Und das ist nochmal ganz kurz, nochmal, um Daniel nochmal ein bisschen zu bestätigen, was er gesagt hat. Denn wenn ihr eine Karte habt, die mehrere Bullet Points hat und die Karte sagt, ihr müsst einen von diesen Effekten auswählen, heißt das immer, dass der Effekt von der Karte, die ihr gerade aktiviert habt, zu diesem Effekt wird. Das heißt, bei Tactics zum Beispiel, ihr wählt Bullet Point 1 und sagt, ich möchte gerne 2 Karten ziehen. Dann wird der Effekt von Tactics zu ziehe 2 Karten von deinem Deck. Dann hat die Karte einen Effekt, der Sachen inkludiert, die vom Deck der Hand zugefügt werden. Dann könnt ihr erstmal noch aktivieren. Wenn ihr den zweiten Effekt benutzt, wird der Effekt zu, ihr könnt was vom Gegner übernehmen. Das ist kein Effekt, der was inkludiert, was Karten ziehen bedeutet oder Karten vom Deck hinzufügen. Dann können wir logischerweise erstmal nicht aktivieren. Und das ist bei solchen Effekten immer so. Immer wo diese Bullet Points sind, heißt das immer, wir haben einen Effekt, der je nachdem, was wir aktivieren müssen oder möchten, zu diesem Effekt wird. Das heißt, dieser Effekt inkludiert nicht das, was in den anderen Bullet Points steht. Wichtig. Es ist egal, ob die direkt straight aus dem Deck genommen wird oder ob diese gezogen wird. Das ist ganz, ganz wichtig für den Fall. Das
war es auch schon zu dem Thema. Ich fand es nur ganz wichtig und interessant, drüber zu reden, weil gerade nach der neuen Rarity Collection, die jetzt dann in ein paar Wochen werden rauskommt, mehr Karten. Werden, glaube ich, nochmal mehr Leute mit TTT rumlaufen, weil die da ein bisschen mehr available wird für viele. Deutlich und mehr. Dann sollte man das schon wissen, wie das Ganze funktioniert und ob man das machen kann oder nicht, weil es einfach in manchen Situationen wichtig ist, einfach das Wissen über diese Und gerade so Karten wie dann Ash und halt Tactics werden halt von so vielen Spielern gespielt werden. Das ist schon wichtig, mal so ein Video zu machen, das stimmt schon. Karten zu haben. Ich hoffe, das Video hat euch auf jeden Fall geholfen. Wenn ihr noch wichtige Infos mir nicht, habt, aber ich hoffe euch. In diesem Fall vergessen habt, gern unten in die Kommentare. Wenn es ein wichtiger Kommentar, ein wichtiger Nachtrag ist, pinne ich das auch immer sehr, sehr gerne an. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Ich möchte übrigens erwähnen, ne, lasst dem guten Mann ein Like da. Ich sehe das Video gerade, das ist ein Aufruf und ist eine Minute live. Ich lasse den ersten Like da. Also wenn jemand das sieht, erster Like da. Also Daniel, wenn du das siehst, ich jetzt wahrscheinlich hochladen, hoffe ich mal. Und noch keine Kommentare, also ich kann auch nichts bewerten. Das heißt, das war's davon. Ja, was sagen wir dazu? Facebook ist witzig. Sollte ich vielleicht öfter mal reingucken. Ihr könnt mir mal in den Kommentaren schreiben, ob ich mir so Facebook-Cooling-Sachen mal rausholen soll, die einfach funny sind und einfach mal ein bisschen was zu erzählen soll. Lasst mir gerne mal ein Like da für dieses Video und auch gerne ein Abo für den Channel, wenn ihr mehr solchen Content haben wollt, wo ich auf verschiedene Sachen mal reagiere, die vielleicht andere Leute mal machen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.